Wir haben prinzipiell drei Optionen, um die Fluktuationen, die sich durch erneuerbare Energien ergeben, auszugleichen. Das ist erstens der Netzausbau, zweitens das Erzeugungs- und Lastmanagement und drittens die Speicher. Technisch ist ganz klar die Priorität auf dem Netzausbau in Europa und in Deutschland, aber der Netzausbau alleine wird die Probleme nicht lösen. Die zweite Option des Erzeugungs- und Lastmanagements bedeutet, dass sich die neuen Lasten, die ich am Stromnetz haben werde, wie die Elektromobilität, die Klimaanlagen und die Wärmepumpen, dass ich die dann einsetze, wenn ich wirklich sehr viele erneuerbare Energien habe und dadurch halt die residuelle Last glätte in gewisser Weise. Das Erzeugungsmanagement sehen wir darin, dass wir halt die flexible Biomasse, die wir zur Verfügung haben, auch flexibel einsetzen. Das heißt, dass sich die BHKWs, die mit Biogas oder Erdgas befeuert werden, dann auch halt in der Spitzenlast einsetze. Die dritte und letzte Option sind dann die Speicher. Technisch ganz klar, zuerst Netzausbau, dann Erzeugungs- und Lastmanagement und dann erst Speichern. Aber wirtschaftlich muss das individuell bewertet werden, weil sich das abhängig vom Netzausbau die Situation jeweils anders darstellt. Wenn wir erneuerbare Energie dauerhaft zwischenspeichern wollen in großem Maßstab, dann gibt es eigentlich nur die eine Option des Erdgasnetzes. Das Erdgasnetz hat eine Speicherkapazität von 220 Terawattstunden. Das sind elektrisch ungefähr 120 Terawattstunden und mit dieser Speicherkapazität kommen wir über 2 Monate. Und das ist eigentlich die Speicherkapazität, die man erschließen muss, um dann auch Windflauten, die schon mal 2 Wochen dauern können, auszugleichen. Bisher machen das fossile Kraftwerke. Das ist auch eine sehr wichtige Funktion, die sie da haben. Aber wenn wir längerfristig immer weniger fossile und konventionelle Erzeugung haben, dann müssen erneuerbare Energien eben auch speicherbar werden und Systemverantwortung übernehmen und dadurch dann auch eben mehr zur gesicherten Leistung beitragen. Mhm.